Die Donau-Universität ist die Universität für Weiterbildung. Wir stehen für lebenslanges Lernen. Und speziell ist unser Studentin, Student ist eigentlich der Mit-30er bis 40er, der sozusagen nach der ersten Berufsausbildung in den Beruf einsteigt und dann sieht, dass er gewisse Fähigkeiten braucht, um sich weiterzuentwickeln. Das geht den Medizinern genauso, die in eine Ordination gehen und jetzt mit den neuen Gesundheitszentren, die da entstehen, andere Herausforderungen haben, weil sie sich in einer Art Managementstruktur formieren müssen, eine effiziente, auch kostengünstige Behandlung für den Patienten zusammenzustellen in einem Team von Ärzten, das sie dort bilden. Und das stellen sie vor andere Aufgaben, zum Beispiel in der Kommunikation miteinander, in der Kommunikation nach außen, die Einbindung zum Beispiel der Digitalisierung des Internets, einerseits in der Verwaltung der Patienten, andererseits aber auch im Ansprechen der Patienten. Da ergeben sich sehr viele Felder, die Know-how bedürfen und Weiterbildung bedürfen. Und das Zentrum für Gesundheitsmanagement, das Department für Wirtschaft und Gesundheit, hat sich hier mit diesem Problem schon sehr viel befasst. Donau-Universität ist ein sehr wichtiger Ausbildner im Bereich der medizinischen Führungskräfte. Also hier geht es eher im Spital drum. Aber durch die Zunahme der Größe dieser Primary Health Centers sieht man, dass man auch diese Managementfähigkeiten in dieser Praxis braucht. Und das, diese Herausforderung stellen wir jetzt und das ist auch das Thema, diese Skills zu erwerben, die man braucht, so ein Zentrum zu leiten.